Als ich an der Tankstelle den Dieselpreis sah, habe ich gedacht, es geht im Lande aufwärts. Meine Damen und Herren, Und der heute auf dem Weg von Dresden hierher getankt hat, hat gerade die goldene Henne bekommen für sein Lebenswerk. Weil er aber Gott sei Dank weit davon entfernt ist, sich jetzt, das tut man ja gemeinhin, sich denn von der Arbeit zurückzuziehen, wenn man für sein Lebenswerk geehrt ist. Das merkt man schon daran, das Gegenteil ist der Fall. Er war vor kurzem, Barbara, ganz vor kurzem, Stefanie, noch hier im Januar, hat den neuen Stubbe vorgestellt. Jetzt ist es der 1. Oktober und er ist schon wieder da. Und er hat natürlich einen Grund. Barbara glaubt noch immer, die Gäste kommen zu uns, weil sie uns mögen. Nein, er möchte einen Film vorstellen, und zwar einen guten. Wolfgang Stumpf ist da. Wolfgang, nimmt bei dir die Produktivität mit dem Älterwerden zu? Sie hält sich weiter und das reicht auch jetzt in dem Alter. Aber der wahre Grund ist natürlich nicht, weil ich was vorstellen will, sondern weil ich gern nach Hamburg komme. Für mich ist das meine zweite Heimat. Nach Hamburg zu Barbara. Und auch zu mir. Füge das noch hinzu. Du bist diesmal nicht als Schauspieler da, sondern du stellst einen Dokumentarfilm vor über die Elbe, Wolfgang. Mhm. Wie ist es dazu gekommen? Hast du zur Elbe eine besondere Beziehung? Ich habe zu der Achse eine große Beziehung. Dresden-Hamburg, Partnerstadt mal gewesen, kurz oder war es, aber nicht mehr so aktiv wie 88 beim Abschluss des Vertrages, damit die Elbe ein bisschen sauberer wird. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal baden war in der Elbe, aber unten in Sachsen kam ich raus und hatte eine braune Halskranze. Ja, so aber jetzt ist es wesentlich sauberer. Ja, nein, das ist der Grund. Hamburg ist für mich wirklich die Lebensachse. Mensch, 50 Filme habe ich hier gedreht in 20 Jahren und noch ein paar andere Filme mit dem Studio Hamburg zusammen. Also Hamburg ist für mich schon eine Lebensquelle gewesen. Ich habe dich eben vor der Sendung gefragt, planst du zum Beispiel einen weiteren Film, eine weitere Dokumentation über einen anderen Fluss? Und du hast gesagt, vermutlich nein, denn die Elbe hat etwas, was andere Flüsse nicht haben. Es ist Teil deiner Biografie. Richtig. Wir schauen uns das mal an, meine Damen und Herren, einen Ausschnitt aus dieser wunderbaren, liebenswerten Dokumentation Menschen an der Elbe. Wolfgang Stumpf stellt uns die Elbe vor. Sie ist der viertgrößte Fluss Europas, entspringt in Tschechien, fließt über 700 Kilometer durch 7 Bundesländer. Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg. Die Elbe fließt nicht nur durch die Länder, sondern sie verbindet die Menschen. Unsere Elbe-Flussgeschichten mit Wolfgang Stumpf übermorgen, 20.15 Uhr, NDR Fernsehen, meine Damen und Herren, ein toller Film. Haben dich Menschen, die du getroffen hast, Menschen am Fluss, ja, gab es eine Begegnung, wo du sagst, die ist mir besonders hängen geblieben? Ja, das ist so ein Generationsproblem. Da ist eine Familie von Rautenkranz, die haben an der Elbe, leben an der Elbe. Vorher war meine Grenze, da war da Sachsen-Anhalt, also Niedersachsen, und auf der anderen Seite war damals Bezirk Schwerin, glaube ich. Und die sind immer an dieser Stelle geblieben. Und das ist also die Großmutter, das ist die Tochter, dann die Mutter von Enkelkind. Das hat mich begeistert, mit welcher Moral und Liebe die zum Fluss und dem Schicksal des Flusses gelebt haben. Aber es waren eigentlich alle Protagonisten, die ich da getroffen habe. Wenn ich da an die Kästners denke oder an die Carina Heckert, die als Frau also noch mal studiert hat, Kind gekriegt hat und ist bloß 29, hat alles gelernt und führt Schiffe. Sind Menschen, die nahe an einem Natur, sagen wir mal, die nahe am Meer leben, sind Menschen, die, wir haben es gerade in Kiel erlebt, da kann mal eine Windhose kommen, die sehr zerstörerisch ist. Menschen im Gebirge können erleben, dass es Lawinen gibt. Menschen am Fluss können erleben, dass der Fluss über die Ufer tritt. Sind Menschen, die so nahe an der Natur leben, die auch bedrohlich werden könnte, sind diese Menschen anders? Ja, sie sind naturverbunden, sie sind mit Menschen viel enger zusammen, mit den Partnern, mit denen sie zusammen sind. Das ist zum Beispiel, die beiden Kästners beweisen das eigentlich, wie die Natur sie an die Elbe gezogen hat, obwohl sie aus der Großstadt Berlin kommen. Hektik, Stress, tolle Technik, alles wunderbar, was man dort verwenden kann. Die hat es in die Natur gezogen und die hatten schon Homeoffice dort an dem kleinen Ort an der Elbe. Da gab es gar nicht die Notwendigkeit in der Corona-Zeit. Ja, sie sind anders. Sie haben anders. Eine Beziehung zum Fluss. Einmal für diejenigen, die es getrennt hat. Die Elbe war ja mal ein Grenzfluss.
Und für diejenigen, dem das Wasser nicht bis zu den Knien stand, sondern manchmal bis zum Hals, sie hatten die gleichen Probleme in Hamburg wie wir in Dresden. Hochwasser 2013. Und ihr hattet ja ein ganz fürchterliches Hochwasser, damals in den 60er Jahren. Vicky, du bist auf Korfu geboren, auf der Insel Korfu geboren. Mhm. Glaubst du, dass du aufgrund dieser Herkunft eine besondere Beziehung zum Wasser hast? Zum Meer? Ich glaube schon, ja. Mhm. Wobei ich ja hier dann, aber ich bin eben auch in Hamburg aufgewachsen, dadurch sicherlich auch. Aber durch Griechenland, es ist immer die Sehnsucht, am Meer zu sein. Nach Weite? Ja, nach Weite. Mhm. Felix ist in Hamburg geboren, glaube ich, also an der Elbe und lebt jetzt aber an der Ostsee. Welches Gewässer bewegt dich mehr? Oh, du bist doch Ostsee, oder? Ich würde sagen, schon die Ostsee, ja. Ja, ne? Als erstes ist mir am Kopf gekommen die Nordsee, aber das hätte jetzt keinen Sinn ergeben in der Frage. War ein bisschen stürmischer. Also gut, kann ich gut verstehen. Der Axel ist von Kiel an die Isar gezogen, aber es ist schon Jahrzehnte her. Aber als jetzt diese Windhose kam, was ist der da in dir vorgegangen? Diese Windhose über Kiel, das ist ja... Ja, es ist genau da, wo wir wohnen, wo wir untergebracht werden, wenn wir in Kiel drehen. Wo ich aber auch als Kind mich 5 Minuten, davon ist mein Elternhaus, ganz viel war. Das heißt heute Kiellinie, das hieß noch vor ein paar Jahren, nicht lange her, das Hindenburgufer. Das wurde dann mal umgenannt und da liegt auch die Gorch Fock und die Segelhafen und die Ruderclubs und so weiter. Also ist dir nahe gegangen? Das hat es noch nie gegangen, noch nie gegeben, noch nie gegeben. Ich habe es mir dann auch natürlich im Fernsehen angeschaut. 3 Schwerverletzte, 2 Leichtverletzte. Irreal, also wie aus einem Science-Fiction-Film. Ja. Ja. Wolfgang, du hast gerade vom Hochwasser gesprochen. 2002 war das große Hochwasser. Hast du eigentlich geholfen beim Keller ausräumen? 2002 habe ich Stubbe gedreht und da weiß ich noch, da habe ich einen Aufruf gemacht über so eine komische große Zeitung, erinnert an das, was die Hamburger mal erlebt haben, dass wir Dresdner auch durch den Städtepartnerschaftsvertrag, um den wieder mal aufzuwecken, eigentlich die Hilfe brauchen. Und die wurde auch sehr großzügig gegeben. Es wurde gesammelt. Schmidt nahm da die Schirmherrschaft über diese Aktion und da wurde von hier, von Hamburg, sehr viel unten geholfen. Als ich dann runterfuhr nach Dresden, da stand das Wasser ganz schön und da habe ich Freunden mitgeholfen. Das ist schon schrecklich, wenn man im Keller alles wegschwimmen sieht und zerknittert sieht, was da an Alben, an Archiv, viele haben Archiv gehabt. Erinnerung. Das ist deine 6. Dokumentation, ich habe nachgezählt und ich habe das Gefühl, ein roter Faden ist das Thema Heimat. Beschreib bitte mal deine Beziehung zu dem Wort Heimat und was dahinter sich verbirgt. Da muss Sehnsucht sein, das ist wie zur ersten Liebe in der Erinnerung. Man geht immer noch mal dorthin, wo man in der Heimat war und freut sich, wenn man dort Freunde sieht, dass man gebraucht wird. Gehst du zur ersten Liebe noch manchmal? Ich habe die jetzt noch, die ist 52 Jahre schon mit mir zusammen und die erträgt mich. Ich komme also heute Abend wieder nach Hause. Ja. Nein, es ist Heimat, wo man gebraucht wird und wo man vor allen Dingen auch fehlen würde, wenn man nicht mehr da ist. Meine Freunde, meine Kollegen, für die ich Kabarett ja auch jahrelang gespielt habe und heute noch mit dem Programm durch die Gegend ziehe. Eine zweite Heimat ist Hamburg geworden. Ich habe hier über 20 Jahre gearbeitet, also über 3 Jahre eigentlich auch gelebt. Ich habe ja nicht bloß gespielt, Drehtage abgespült und abgespielt. Sondern ich habe ja immer an diesen Film auch mit meinem Stumpfsinn gehangen. Wie ist es eigentlich, wann ist bei dir der Wunsch entstanden, Schauspieler zu werden? Weil das war ja eine doch wirre Kindheit. Du bist in Dresden aufgewachsen, aber deine Familie stammt aus Schlesien. Mhm. Deine Mutter war alleinerziehend, du hast deinen Vater nie kennengelernt. Du weißt noch nicht mal, glaube ich, wer dein Vater ist. Mhm. Was mich wundert, in so einer Wirrung, in einer Wirrnis sucht man doch einen Beruf, der ein bisschen Sicherheit verspricht, der vielleicht Regelmäßigkeit verspricht. Aber wann war der Moment, wo du gesagt hast, ich werde Schauspieler? Ich war ja ganz klein, als wir nach Sachsen kamen, als Flüchtlinge eigentlich oder Vertriebene, wie manche das nennen. Ich habe ja hier erst gesehen und hören und sprechen gelernt eigentlich, auch das Sächsische. Ja, also als Einzelkind oder so, da suchst du immer Aufmerksamkeit. Die Mutter ist nicht da, Bruder ist nicht da, Schwester gibt es keine, auch kein Bruder, kein Vater. Also suchst du Freunde. Ich war also auch mal ganz kurz nur Ministrant, bevor ich mir ein Halstuch umgebunden habe, also Pionierhalstuch. Ich habe immer Menschen gesucht. Katholischer Ministrant? Ja.
Ja, wirklich? Ich habe ein Foto in kurzen Hosen vom Onkel aus dem Westen, die Ausstattung gekriegt, glaube ich, die Kerze war noch aus dem Osten. Und dann stand ich so da, also das war ganz komisch. Und ein paar Tage später bin ich dann eingeschult worden und bin dann aber Pionier geworden aus einem ganz anderen Grund. Das waren Erlebnisse, die ich da hatte und habe gesagt, nein, nein, das will ich nicht. Ich habe keinen Vater, also brauche ich auch niemanden, der mit mir so umspringt. Ja, ja, so war ja, ich auch. Und dann war das so weiter, wo ich gewohnt habe, waren viele Schauspielkollegen, Künstler, waren dort und haben gearbeitet. Und ich habe gesehen, wie die Kinder in die Fußtapfen eigentlich der Eltern auch gingen. Mhm. Puppenspieler, Schauspieler, Stövesand, ein ganz großer Schauspieler am Staatsschauspiel in Dresden und die... Und da dachte ich, oh, das ist eine Sehnsucht, sowas möchte ich auch haben. Da willst du sein. Ja, da willst du sein. Ja. Du hast ja erst Kesselbauer, glaube ich, gelernt. Ja, und aber, Maschinenbau studiert. Und Maschinenbau, aber das hast du schnell gelassen. Und wir haben eine, Barbara und ich waren lange, wir sind extra 3-4 Tage vorher angereist, waren in den Archiven. Ja. Barbara, haben alles durchgesucht. Obwohl Barbara eine Staublunge, also sozusagen Stauballergie. Geht's noch? Haben wir trotzdem etwas gefunden, was und zwar das Surferstaubt. Und zwar das Brückenmännchen. Das Brückenmännchen. Bitte, Wolfgang, in einer Folie. Eine Perle. Nein. Eine Perle. Ja. Nun komm doch mal her, Kollege Schlüsselbart. Guck ich dir das mal an. Lauter blaue Flecke. Nu guck ich da. Der Tintenkleckser aus der Klasse 2a war wieder am Werk. Ist der da? Na warte, wenn ich den mal erwische. Was war das denn? Das war doch eine Kinderrevue vor 1000 Kindern. Das war ja damals im Kulturpalast so üblich, dass da sehr viele Schulklassen reinkamen. Und das war so eine Kinderrevue. Da hat übrigens auch noch der Sohn mitgespielt, Nein, Thomas. Nein, das gibt's ja nicht. Aber ich habe recherchiert, gefunkt hat es nicht auf der Bühne zwischen Nein. deiner Frau, Nein. sondern in einem Zelt. Funkt heute noch, aber anders als Ja, aber deine Frau ist ja auch nicht ohne Temperament. Das wurde ja deutlich. Also ich glaube, wenn du nicht spurst, hast du auch... Oh, da kannst du die Funken zünden ganz schön. Ja, ahne ich, dass da doch eine Energie sich Bahn bricht. Aber... es hat in einem Zelt gefunkt. Ja. Ja. Ich möchte schon Details jetzt hören. Ja, also sie war drin, du kamst nach oder nein, gleichzeitig? Nein, am Knappensee, das war so üblich. Ja. Es war kein FKK-Strand, es war ja an einem Knappensee bei Hoyerswerda. Und da war sie zelten und ich zelten. Und ja, und da haben wir schon damals als Amateure wie hier schon gespielt. Und im Zelt? Wir uns als Franzosen ausgegeben. Ach, wie schön. Also, die sächsische Sprache ist ja nicht weit davon. Ja. Und, aber ich hatte einen Freund mit, der war Franzose. Und da haben wir das so gemacht. Und da waren wir tanzen und dann war eine Frau, die genauso schön aussah, wie sie jetzt aussieht. Oder das war ja noch vor ein paar Jahren. Und da habe ich gedacht, das ist sie. Ja, und dann habe ich sie gelockt mit einem Spirituskocher und einer Büchse Erbsensuppe. Und das hat gefunkt. Hast du dich denn gesteigert, also im kulinarischen Angebot gesteigert? Dann nächstes Jahr war dann FKK-Urlaub. War dann FKK-Urlaub. Kam dann ja, an der Ostsee immer. Was hat dir an ihr besonders gefallen? Also ich meine, das ist ja in diesen Berufen, in der du bist, ist es ja nicht sehr üblich, dass man in der Erstbesetzung sozusagen noch zusammen ist. Ja, so stand ich auch. Ja, ja aber was, wenn du also abends im Bett neben ihr liegst oder im Hotel und ich war damals 18,5, meine... Freundin damals, die ich da kennenlernte, war 16. Ja. Und es war ein zartes, junges, hübsches Mädchen und sie war so liebevoll, sah toll aus und das hat mich nicht losgelassen. Mhm. Und das ist so heute noch zart. Du sagst, dass deiner Frau großer Dank gebührt. Wofür? Naja, eigentlich alle. Also meine Wiege, meines nach Gotrabigo entstand ja hier in Hamburg. Hier kamen die Ideen für Salto Postale, für Stuppe und so. Und all die Menschen, die ich da getroffen habe und die mich ertragen haben in meinen Wünschen. Und da ich mich ja selber manage in dem Sinne, was ich damals noch gar nicht wusste, wie man das macht, bin ich bei denen hängen geblieben und den habe ich eigentlich mir zu verdanken, den ganzen Weg bis heute, bis jetzt eigentlich. Und denen bin ich zu Dank verpflichtet. Und natürlich auch meiner Familie, ganz besonders meiner Frau, die ja auch als Amateur und wäre vielleicht auch den Weg eingegangen, eigentlich wegen meiner Arbeitswut. Und wir hatten dann Thomas und
dann eigentlich zurückgesteckt hat und mich dann auch noch mal zur Schauspielschule gehen lassen, nach dem Ingenieurstudium, weil ich dann meinen Beruf an den Nagel hing. Ja, und das hat sie alles mit Bravour mir den Rücken freigehalten. Und da bin ich besonders zu Dank verpflichtet. Also Wolfgang ist seit vielen Jahrzehnten mit seiner Frau zusammen, du ja auch, Axel. Musst du auch sagen, meine Frau erträgt mich seit vielen Jahrzehnten? Ja. Oder wie würdest du es definieren? Ja. Nein, wenn du darüber sprichst, klingt es immer sehr erbaulich, was ihr da so zusammen habt. Ja, also ich finde, ja, ich kann das jetzt nicht so eins zu eins übernehmen, dass ich sagen würde, bin ich jetzt auch ein bisschen stolz, dass sie mich erträgt. Also sie ist sehr eigen, sehr temperamentvoll auch, wie du es von deiner Frau sagst, sehr energiegeladen und eine Macherin, sehr pragmatisch. Und da hat sie mich in vielen Dingen auch mitgezogen. Und auch wenn ich an mir zweifelte, hat sie gesagt, Mensch, du bist jetzt dran und das läuft doch toll. Und hat mir immer Mut gemacht. Das hat mir sehr gut getan. Und das ist eine Konstante jetzt auch knapp 30 Jahre. Nächstes Jahr sind es 30 Jahre. Sie hat morgen eine Riesenausstellung in der neuen Pinakothek neuen Pinakothek in München mit einem 30 Meter breiten, monströsen Bild und ich glaube 4 Meter hoch. Und deswegen kann sie mich im Moment auch in Hamburg nicht besuchen, aber sie ist sehr eigen. Also zum Beispiel, du musst dich nicht um sie kümmern. Nein, und ich würde allerdings gerne Sportarten mit ihr teilen, aber das ist schwierig, weil sie macht Pilates und Yoga und ich schlafe bei Yoga sofort ein. Ihre Lieblingssportart, wo sie mir entgegenkommen will, darf ich das gerade noch zu Ende sagen, ist, du hast ja gesagt, ich antworte immer so lange, ist Autowandern. Das ist ein Gerücht. Ist Auto? Autowandern. Also sie wandert gerne im Auto, wenn es gerade an der Küste. Und das macht sie auch schon. Gerade an der Küste. Und wenn ich dann aussteige und sage, komm, da laufen wir zu dem Leuchtturm runter. Fantastische Landschaft in Schottland auf der Insel Skye. Drückt sie wortlos das Knöpfchen da an der Autotür sie runter. Sie will runterfahren. Und bleibt sitzen. Ach so. Und sie hasst es zur Küste. Sie hasst es zum Beispiel, dass es so windig ist. Ja. Judith sagt immer, wenn, es ist so wahnsinnig windig, ich kann nicht denken, ich werde verrückt. Und mir als an der Küste geborener fällt das überhaupt nicht auf. Ja. Aber Axel, jetzt, wir haben ja zwei Pfarrer, nämlich Christopher und Maximilian, die von der Küste kommen und Pfarrer sind. Ja, ihr traut ja auch, ne? Also ihr, wenn jemand kommen will und will heiraten, seid ihr ja auch zuständig. Ja, ne? Wir bieten tatsächlich alles an. Ihr bietet alles an. Also als moderne Pfarrer, wenn ihr Wolfgang Stumpf jetzt seht, der in der Erstbesetzung oder auch Axel Milberg, 30 Jahre, geht euch das noch leicht über die Lippen, bis der Tod euch scheidet? Oder sagt ihr als moderne Männer, das läuft doch eh nicht, das könnt ihr doch eh vergessen? Also ich meine... Ich glaube, da muss man sich doch nach dem Kunden richten, also oder? Also die Hoffnung bleibt auf jeden Fall. Wir besprechen das immer mit den Paaren. Und das Schöne ist, die Hoffnung ist das, was bleibt und weiterträgt. Ja. Das heißt, der große Traum, eine Liebe, ein Leben, das versucht ihr immer noch zu vermitteln. Oder zumindest ihr widersprecht nicht, wenn jemand kommt. Wir widersprechen nicht, aber wir sagen eben auch nicht, du bist geschieden, dann geht's nicht mehr. Sondern die Wege Gottes sind vielfältig. Und wenn es dann eine neue Liebe gibt, dann werden wir die Person genauso trauen. Weil eben auch da wir davon überzeugt sind, dass auch Gottes Segen da drauf ist. Weil es halt um zwei Menschen geht, die sich lieben. Egal welcherlei Geschlecht, so... Das ist das Wichtige und das ist ja das Schöne. Auch für Patchwork-Familien. Ja, absolut. Absolut. Also ich finde ohnehin, wenn eine Familie in Konflikt gerät, gerade dann beweist sich ja das Menschliche und der Charakter. Und das. Wolfgang, die Viktoria Swarovski hat gerade geheiratet. Sie ist also noch voller Liebe und voller Zuversicht und voller Optimismus. Na ja, gerade... Vier Jahre. Aber ich meine, wenn du das mit Wolfgang vergleichst, ist es natürlich der Wimpernschlag, der zeitliche Wimpernschlag. Was, lieber Wolfgang, würdest du Viktoria empfehlen, dass sie auch in weiteren 4 Jahren noch so glücklich lächelt? Du hast ja eine große Kompetenz als Schauspieler, als Dokumentarfilmer und als Ehemann.
Wolfgang, bitteschön. Ja, theoretisch könnte ich da was sagen, aber praktisch ist das immer sehr differenziert und kommt auf die jeweiligen Partner an. Aber eins stellt überall ein großes Verständnis, Achtung und Toleranz und Sensibilität zum Partner und das Gefühl haben, dass man sich gemeinsam über was freuen kann und ärgern kann. Gemeinsam, immer gemeinsam. Und dann das Verständnis, dass der andere sich freut oder der andere sich ärgert. Ja. Und dann klappt es auch mit allem anderen. Ich habe mir das auch mitgeschrieben. Ja, genau. Ich habe gesagt, meine Damen und Herren, wenn Sie von Wolfgang Stumpf, schön den Zettel, ich muss mich immer daran halten, ich vergesse es. Wenn Sie, erstmal ist schön, dass Wolfgang da ist und beteilige dich weiter aktiv an der Runde. Und Wolfgang können Sie länger sehen, übermorgen 20.15 Uhr, Flussgeschichten, NDR Fernsehen. Wolfgang, schön, dass du da bist. Mit einem tollen Team. Mit einem tollen Team.